Moinsens und herzlich willkommen bei eurem Captain Daydreamer. Ich habe mich offline dazu gerungen, dass ich endlich nochmal gegen die Cops fahre und diese Scheiße hinkriege, dass ich genug Kopfgeld habe, um ihn herausfordern zu können, weil ich glaube, ich wäre geraged. Und natürlich, offline hat es direkt beim ersten Mal geklappt, ohne Probleme. Da habe ich mal irgendwie 560.000, warte, wir gucken uns das mal einmal an. Das haben wir auch noch nicht gemacht, hier einmal ins Strafregister rein. Überspringen wir die Scheiße mal. So, hier die besten 5 Verfolgungen. Genau, das ist die hier, die 565.000, 6 Minuten, 52. Ja, wie gesagt, ich wollte es eigentlich aufnehmen, hab's aber dann vergessen und wollte das so in, wie sagt man schnell, so in Superspeed abspielen, so, weißt du. Aber hab's dann verpeilt. Und hier ganz interessant, ich hatte das erste Mal, hab ich was dagegen gemacht schon? Ich hatte tatsächlich das erste Mal wieder Level 5 Cops, also hier Cross und Konsorten. Da sind die alle mit einer Corvette unterwegs, also so Staatseinheiten, wie sie sich nennen. Das ist so krass, ne? Bin froh, dass es nicht mehr so ist. Und jetzt fordern wir erstmal JV heraus. Radarfalle, Drag und nochmal Radarfalle. Heilige Scheiße. Dong. Ah, er hatte die Dodge. Ja, erstmal ram. Interessant. Finde ich mega interessant, dass man mal von zwei Seiten startet. Na komm, lass mal den. Huh, mein Controller ging nicht. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Dann müsst ihr wohl ein bisschen mit Controllergeräuschen leben, weil ich habe keinen Bock, dass der nicht funktioniert. Dann nehme ich doch lieber in Kauf, dass ich den so ganz leichte Geräusche abgeben muss. Ich muss die Batterie mal wechseln, aber der zeigt eigentlich nur an, dass voll ist. Mein Gott, fahre ich hier wieder. Ich weiß gerade nicht, wo ich den Controller hinhalten soll. Oh, lol. Oh, nö, Alter. Fängt er wieder gut an hier. Ich meine, der ist mir jetzt auf jeden Fall schon mal um einiges voraus. Also zumindest, was die Strecke angeht. Der Rest nicht so. Aber da ist er auch nicht gerade weit hinten. Na gut. Die war jetzt natürlich Bombe. Oh, der hat sich gedreht. Oder irgendwas gemacht. Da ist er. Komm her, du Sau. Na, warte ab, du Sackgesicht. Kein Nitro ist kacke. Lol. Also das passiert jetzt auch nicht so oft in Rennen. Dass der Typ sich dann auch fast überschlägt, sag ich mal, fast extra. %88, Nazi lässt grüßen. Nein! Reicht der Vorsprung? Reicht der? Reicht der? Reicht der? Ja, der reicht. Easy. Da kann er ruhig vorher ins Ziel kommen. Drag-Rennen. Ach du Scheiße, schalten. Oh nö, ey. Haben wir auch so gute Erfahrungen schon gesammelt. Wisst ihr noch? So, ne, ja, so war das. Nein, nein. Fahr rüber. Ja, da fängt er wieder an. Jungs, das wird eine lange Folge. Ah, ich habe vergessen, einen Timer zu stellen. Ey, ohne Scheiß, ich wünschte, ich hätte einen Timer. Oh. Hab ein bisschen vergessen zu schalten. Ich sehe nichts. Nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Ich habe definitiv einen zu hohen Gang drin. Mal ein bisschen runterschalten hier.
Ja, der vierte passt schon. Ja, ja! Boah! Ich hab bei dem Scheiß immer so Schiss, ich achte auf nichts. Ich versuche mich nur einigermaßen auf die Scheiße da zu konzentrieren. Aber hat ja eigentlich gut geklappt. Und schon wieder reagiert der Controller nicht. Ich verstehe es manchmal nicht. Aber mal eben hier was versuchen. Ich versuche mal den Adapter ein bisschen näher zu kriegen. So. Verpiss dich. Warum ist da hinten eine Radarfalle? Lol. Okay, er fährt da lang, ich fahre hier lang. Ah, okay, der hat definitiv die Abkürzung. Nein. Ich verstehe mir noch nicht, warum das manchmal so aussieht, als wenn es laggy wäre. Ah, jetzt kommt er rüber, der Pisser. Wir haben nicht mehr viel vor uns. Nur noch, wenn der geschlagen ist, sind nur noch zwei Leute vor Razor. Ronny und, glaube ich, Bull. Eine Chinesenspacke. Und Ronny, was weiß ich, was der ist. Latino. Oh. Nee, lass ich dich nicht durch. Lol, wieso hat der 148 km/h bei der nur gehabt? Lappen. Na gut, 262 jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber... Jo, an die Stelle erinnere ich mich. Hatten wir die schon ein paar Mal in Rennen oder kommt das immer noch alles? Die Stelle ist auch so toll. Da musst du die irgendwie fünfmal hintereinander kriegen, weil du irgend so ein dummes Rundkursrennen fahren musst. Ey, wir haben schon 33%. Alter, ich glaube, das ist der einfachste, einer der einfachsten Gegner ever. Zumindest für mich jetzt hier. Nein! Immerhin diese Dinger da fahren, die einen so abbremsen. Alter, wir haben fast doppelt so viel kmh wie der. Na gut, nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem. Nicht gegen das Ding. Das ist ein easy win, Alter. Das ist richtig GG easy. Nee, auch nochmal dran ziehen. Jawohl, der Boss. 54.000. Was sagst du dazu? Abserviert. Eigentlich will ich die Karre von dem gar nicht. Deshalb, weil ich die Karre nicht will... Scheiße, ich will eine vernünftige Leistung haben. Dann hau ich mir noch Motor ist natürlich nice. Einzigartige Teil-Upgrades, ja, das könnte man zwar zum Zeigen machen, aber es lohnt sich einfach nicht. Echt nicht. Extra Geldprämie von 100.000, okay, das ist natürlich nicht wenig. Blacklist Nummer 3. Ronald McQueer, Ronny. Wagen Aston Martin DB9. Stärke Polizeiwagen zerstören. Du kennst ja Ronny. Dieser neureiche Sack hält sich für einen echten Gangster. Was für ein Schwachkopf. Hat seine Karre von seinen Eltern geschenkt bekommen, aber lass dich nicht täuschen. Fahren kann der Typ. Er war in jeder Rennfahrerschule, die ich kenne. Naja, schauen wir mal. Jetzt die Frage, wir haben ihn ja schon einmal geschlagen. Oh. Nummer 4 auf der Blacklist. Hört sich gut an, oder? Auf der Straße heißt es übrigens, dass Razor den Schwanz vor dir einzieht. Alle wissen, was passiert ist. Aber die Sache zwischen dir und Razor ist allein deine Angelegenheit. Ab jetzt solltest du dich um nichts anderes mehr kümmern. Easy. Ah ja, das hatte ich vorhin noch. Das muss ich noch abspielen, das habe ich für euch vergessen. Easy, ging ja schnell, hast ja gesehen. Bis auf das eine Dragrennen, das ich verkackt habe. Ja, und wie gesagt, jetzt mit den Leistungsab... Warte mal. Wir sind doch hier an der Werkstatt, ne? Kann ich hier schon... Hammer? Achso, falsche Taste.
So. Die Frage ist jetzt, lohnt es sich bei der Karre, einen Motor dran zu kloppen? Junkman, Alter, ich sehe nix. Alter, die Höchstgeschwindigkeitsverbesserung ist ja minimal. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Kann man hier sonst noch was machen? Okay, Ultimate geht noch nicht. Super Pro ist noch gar nicht dran. Hä? Wieso habe ich jetzt schon Ultimate, obwohl... Hä? Wie soll ich das jetzt verstehen? Wieso fährt meine Karre schon schneller, als da eigentlich steht? Check ich jetzt nicht. Ah, ne, ist gar nicht so. Fahrwerk am Arsch. Nitro haben wir auch schon Ultimate. Alles schon Ultimate. Der Kompressor. Der noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Aber ich verstehe es nicht. Trotzdem, das scheint so, als wenn die Dinger schon eingebaut werden. Alter, ich habe 700.000. Können wir alles leisten. Vielleicht sollte ich mal... Warte mal. Wie ging das noch mit dem GPS, Alter? M? Ja, genau. Weil... Dann fahre ich mal zu einem Händler. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine gute Karre für mich gibt. Oh, nein. Toller Pfeil, Junge. Vielleicht können wir uns ja noch eine bessere Karre zusammenbasteln, obwohl ich es nicht glaube. Ich höre Need for Speed hier. In dem Need for Speed nach GPS fahren mit diesen Pfeilen ist eine Katastrophe. Ja, ja, Radarfallen rennen wir mal später. Ja, auf jeden Fall, ich kaufe mir die Karre. Das wäre nice. Oh, Porsche Carrera GT. Meine Lieblingskarre. Frag mich, wie teuer der noch ist. Ford GT kostet 170.000. Murcielago. Oh, shit, Alter. Der Murcielago, den fand ich auch so nice eigentlich. So vom Aussehen her einfach nur schon. Aber kann man mal zeigen hier? Kann man? Ne, kann man nicht. Ford GT, ja, aber... Ich glaube, den habe ich auch damals nicht genommen. Ich habe immer den genommen. Und ich glaube, ich werde den wieder nehmen. Also spare ich noch mein Geld. Und werde noch genug haben wahrscheinlich. Sowieso. Warum auch immer wir so viel haben. Wahrscheinlich, weil ich nichts ausgegeben habe. Und ja, dann versuchen wir das mal. Aber, by the way, ich brauche wieder einen niedrigen Fahndungslevel. Niedrigeren. Weil sonst bin ich in Rennen am Arsch. Kannst du lieber ohne GPS fahren, Alter, bin ich schneller. Ich sehe, da hörst du sie schon. Ja, ja. Das fehlt mir jetzt auch noch. Jetzt noch Bullen, ey. Tch. Was können wir denn da Schönes machen? Hä? Komm, lass mal ein bisschen bulliger aussehen. Guck mal, haben wir schon Level Stufe 2. Für 8.000. 10.000. In Zahlungsnahme, was? Ja, erstmal kaufen. Was können wir denn nochmal Schönes machen? Allgemein so, um mal wieder was zu zeigen. Fishtail, Whipper, Air Force. Ach, das ist ein Carbon. Sind die alle Carbon nur? Können wir so einen richtig fetten... Ach so, Sportcarbon, unten steht's ja. Bin ich behindert. Halt, wo ist meine Maus? Ey! Ah, da kann man so machen. Tuner. Okay, der wäre dann in Rot. Finde ich nicht so geil. Bin ich ehrlich. Okay, das sind die halt ohne Carbon. Dann nehmen wir hier den Impact in Carbon. Auf jeden Fall. Felgen. BBS. Ah, die sind auch immer so teuer. Ah, früher fand ich Löwenhardt, glaube ich, cool. Alter, nein. Das war nie im Leben Löwenhardt. Gönnen wir uns. Motorhaube, kann man auch noch was machen? Der Twister. G-Force, nein, das sieht kacke aus. Ach, den G-Force, den hatten wir schon mal. Tsunami ist klein, die Razor auch. Nehmen wir den Twister tatsächlich mal. Einfach, weil wir was können. Nee, das passt auf der Karre nicht, Alter, das mache ich nicht. Checkout. Und zack. Optik, ja. Scheibenfolie. Dunkelorange.
Da möchte ich schon ganz gern schwarz haben. Decals, mal ganz nebenbei. Achso, das sind die Dinger, die lasse ich mal da drauf. Linke Tür, klebt da auch was. Du kannst hier so viel Werbung machen, so gesehen. Was meinst du, wenn die hier richtige drin... Ach, das sind immer noch Decals, lol. Was meinst du, wenn die hier richtige Sponsoren hätten? Okay, das sieht behindert aus, wenn da jetzt ein 50 ist und dann noch irgendwas anderes. Spezialarmaturen haben wir schon, bling bling. Vinyls. Ah, das sieht kacke aus, weil die Karre ist ja eine schöne... Wie nice, wie sagt man hier, von irgendeinem Spasti? Von wem auch immer die Corvette nochmal war, Webster oder so. Und dann sollte man die auch nicht verschanden. So, wie immer, fangen wir an. Womit natürlich? Mit Meilensteinen. Verfolgung am Arsch, Radarfalle, Radarfalle. Nehmen wir mal die hier. Jetzt die Frage, unten oder unten? Unten oder oben lang? Ich versuche mal unten. Um lieber auf der Straße zu bleiben, weil wenn ich hier runterspringe, ist das nicht so geil. Okay, eine geradeaus Radarfalle ist nice. Die schaffe ich ja meistens easy. Ja. Das zeugt auch meistens davon, ob die Karre schnell genug ist oder nicht. Hoppla, ich hab da Ja gedrückt, Arsch. Oder wollte ich? Oh ja, das kennen wir ja noch von ganz am Anfang hier, die Gegend. Schaff ich, schaff ich, schaff ich, jawohl. 242, ja, easy. Dödelö. Heute läuft er wie am Schnürchen noch. War einmal ohne Rage. Ohne Rage und Beef. Hoppla. Nein! Okay, das war jetzt, kein Wunder. Wie viel musste man überhaupt fahren? Ich habe gar nicht drauf geachtet, das ist das Problem. 55, ach easy. Das ist jetzt gerade nur durch diesen dummen Fehler passiert. Habt ihr ja gesehen. Ich wollte schon sagen, wie mir passiert das nochmal. Alter, genau mit 255. Easy. Kopfgeld. Wie viel brauchen wir? Oh, Alter, wir brauchen nur 500. Weil ich habe so viel gesammelt. Letztes Mal brauchen wir nur 500.000 fast. Das ist natürlich nice. Okay, das hier ist nur, lass dich in einer 8-minütige Flucht und in einer Flucht unter 2 Minuten. Die unter 2 Minuten machen wir jetzt mal. Weil eigentlich soll ich die Karre ja schnell ausschalten können. Weißt, wenn du einmal was machen willst, dass sie schnell wechseln, die Bullen, dann klappt's nicht. Oh, diese Drift-Scheiße. Ich muss den loswerden, bevor Stufe 3 wird. Jawohl. Ich bin froh, wenn ich das geschafft habe. Schon mal, es sind 140.000, die geschenkt sind an Kopfgeld. Ja, als ob, Junge. Gucken, ob der so richtig dumm ist. Ist er richtig dumm oder nicht? Scheinbar ja. Der Peiler. Natürlich ist das bescheuert, wenn man in dem, wenn man schon in so einem Bereich steht, wo die Flucht verschnellert wird, geht das auch nicht. Das ist auch richtig behindert. Ich weiß nicht warum. Weil er dann nicht erkennt, dass man da reingefahren ist. Aber der Typ kriegt uns anscheinend eh nicht. Oh nein, bitte nicht. Kommt nur noch das bisschen, kannst du auch noch da bleiben. 3, 2, 1, go! Easy. Das war geschenkt.
Ich würde mal sagen, ich beende die Folge auch mal, weil war ja lang genug. Also bis dann, haut rein, euer Captain Daydreamer. Ciao.